Das hier ist das Turtle Beach Stealth 300 Headset, ein kabelgebundenes Headset für die PlayStation 4, das es auch in einer anderen Version für die Xbox One gibt. Zunächst machen wir erstmal ein Unboxing von dem Gerät. Auf der Packung steht es schon. Das für PS4 Pro und PS4. Es ist das Earforce Stealth 300 von Turtle Beach Amplified Stereo Gaming Headset. Wired, also mit Kabel. Wir haben hier noch ein paar Hinweise, dass es geeignet ist für Brillenträger, weil extra scheinbar der Schaumstoff hier so designt ist, dass man das auch mit Brille benutzen kann. Sehr schön, schöne Idee. Und da drin findet sich Plastikverpackung, wo man eigentlich das Headset schon mal sehr gut versteckt. Wir haben erstmal ein Kabel. Schauen wir mal. Das ist ein Micro-USB-Kabel. Ja. Micro-USB-Kabel. Und natürlich das Headset an sich. Noch ein bisschen verpackt. Dann schauen wir hier noch. Ah, genau, das wollte ich schon schauen. Das brauchen wir nicht. Und wir fertig und wir haben die Kurzanleitung. Schauen wir mal erstmal in die Kurzanleitung rein. Machen wir erstmal das Langweilige zuerst. Turtle Beach Aufkleber. Produkt bitte registrieren. Interessiert uns nicht. Quickstart Guide. Das interessiert uns. Okay, Quickstart Guide mit USB-Anschluss. Letztlich ist es relativ klar. Es ist hier nur eine Tastenerklärung. Die schauen wir uns eh gleich an. Und dann ist nur noch interessant, das Teil wird direkt am Controller angeschlossen. Hä? Ach so, doch zum Aufladen schließt man es an die PS4 an und zum Zocken an den Controller. Ja, ganz simpel, eigentlich ein ganz simples Headset. Übrigens auch sehr lustig, dieser Schaumstoff, in dem das ist gebrandet mit dem Turtle Beach Logo. Auch lustige Idee. So, da ist es. Das ist Headset. Und wie immer bei Kabel, die verknoten sich bei mir. Instant. Und zwar, mein Kabel muss ich bei mir immer nur angucken und schon haben sie einen Knoten drin. Ja, das ist ungefähr einen Meter lang, einen guten Meter würde ich sagen. Oder ja, ein bisschen mehr vielleicht. Das Headset besitzt einen eingebauten Verstärker, ist also ein aktives Headset und hat deshalb auch einen internen Akku, den man über den Anschluss laden kann. Außerdem finden sich hier zwei Lautstärkeregler, einmal für das Spiel selbst und einmal für die eigene Mikrofonstimme, damit man sich besser hört. Es findet direkt Anschluss an den PS4-Controller an der Unterseite für den Headset-Anschluss und ist eigentlich sofort einsatzbereit. Im PS4-System wird es auch sofort als Headset erkannt und ist eben sofort startklar. Das Headset hat einen satten Klang, dank 50 mm großer verbauter Lautsprecher. Vor allen Dingen hat es einen sehr, sehr satten Bass, einen etwas zu satten Bass fast schon wieder. Die Bässe kommen nämlich extrem krass herüber. Die Tonhöhen dagegen sind ein bisschen zu wenig präsent. Es wirkt alles ein ganz, ganz wenig dumpf. Aber an sich ist das Klangbild okay. Man hört Spielsound sehr, sehr gut. Man kann sie auch relativ gut orten im Spiel. Per Mode-Taste wählt man vier verschiedene Soundprogramme ab. Allerdings muss ich sagen, trotzdem haben die allesamt dieselbe Charakteristik. Das heißt, die Höhen sind ein bisschen zu schwach und die Tiefen und die Bässe sind zu krass, zu stark. Aber grundsätzlich ist es nichtsdestotrotz ein überzeugendes Klangbild. Ungewohnt ist das Mikrofon, das an der linken Seite angebaut ist und es hat ein ziemlich cooles Feature, denn wenn man es zurückklappt, schaltet es sich ab. Das heißt, das Mikrofon ist stumm geschaltet. Wenn man es wieder nach vorne dreht, ist es wieder eingeschaltet. Das Mikrofon an sich wirkt äußerlich relativ billig und simpel. Es hat aber eine gute Sprachqualität. Man wird gut verstanden, vor allen Dingen Sprachchats gehen wundervoll damit. Das Headset liegt sehr gut auf den Ohren. Es ist sehr bequem zu tragen, es ist sehr gut gepolstert. Vor allen Dingen gefällt mir an der Oberseite die Polsterung, die ist sehr, sehr weich. Und natürlich an den
Ohrmuscheln selbst ist es eine sehr weiche Polsterung. Vor allen Dingen sehr gut, dass es auch für Brillenträger geeignet ist. Einfach deswegen, weil die Polsterung hier an den Innenseiten noch weicher ist. Es ist natürlich auch einstellbar in der Größe. Es finden sich auch Metallstifte an den Bügeln, die wahrscheinlich auch verhindern sollen, dass das Teil bricht. Denn leider haben Turtle Beach Headsets ein bisschen den Ruf, dass sie irgendwann einfach kaputt gehen und vor allen Dingen, dass sie irgendwo am Bügel brechen. Aktuell würde ich sagen, ist das die absolut richtige Lösung, weil mit einer Metallstange innen drin kann das Ding eigentlich nicht brechen. Sollte es doch der Fall sein, werde ich das unten in die Kommentare reinschreiben. An sich wirkt das Headset von der Verarbeitung eher billig, ganz ehrlich, weil es ist einfach viel Plastik und das ist auch kein schönes Plastik. Es hat kein schönes Finish. Es gibt ganz schnell ganz leichte Mikrokratzer und auf den ersten Blick täuscht das auch komplett, denn das Teil kostet 80 Euro und da denkt man sich zuerst, oh, das ist aber viel zu viel für so ein relativ, naja, eher günstig wirkendes Headset. Aber grundsätzlich bin ich sehr zufrieden damit. Tonqualität ist okay, Mikrofonqualität ist okay und es ist bequem zu tragen. Ergo geht der Preis dann doch wieder in Ordnung. Das heißt, äußerlich wirkt das Headset eher billig, aber von den inneren Werten kann es absolut punkten. Und das war's von diesem Hardware-Check vom Turtle Beach Stealth 300. Hoffentlich hat es euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Abo dalassen und ein Gefällt mir. Und dann sieht man sich gerne beim nächsten Video wieder auf diesem Kanal. Macht's gut, bis dahin.